noch mehr Platz hat da. Eins zu sieben gegen Saarbrücken. Ja, ich frage ganz direkt, wie kommt so eine kollektive Aussetzer zustande? Keine Spannung, nicht richtig in Zweikämpfen, immer einen Schritt zu spät und dann verlierst du 7-1. Was heißt das für nächste Woche? Eigentlich gar nichts, oder? Was heißt das für nächste Woche? Wir müssen uns die Woche richtig zusammenreißen, richtig gut trainieren, richtig reinbeißen, alles analysieren, alles genau angucken und nächste Woche das 10 Klassen besser machen. Gilt natürlich, den Blick auf dieses Endspiel zu richten und gleichzeitig muss man klar auch analysieren und über die ein oder anderen Sachen sprechen. Wenn man die Laufleistung erste Halbzeit sieht, sieht man auch, da haben wir noch gut gearbeitet. Ja, da war logischerweise auch in vielen Situationen eine gute Arbeit gegen den Ball gefragt. Das haben wir aber noch besser gemacht. In der zweiten Halbzeit hat die Laufleistung auch nicht mehr gepasst und dann logischerweise in Konsequenz auch die Arbeit gegen den Ball nicht mehr und dann war es ein Scheibenschießen. Ne? Und so darf der TSV Steinbach, so darf diese Mannschaft sich auch trotz eines starken Gegners nicht verkaufen, darf in der Halbzeit keine 6 Gegentore kriegen. Ja, geht nicht. Jetzt Saarbrücken, ja, ist eine starke Mannschaft, sind zu Recht Meister, auf jeden Fall. Aber hat man vielleicht oder haben die Jungs vielleicht gedacht, die geben hier nicht richtig Gas und machen ein bisschen weniger als sonst? Nee, wir haben ja zur Halbzeit stand 1-1. Ja, ich glaube, dass wir gut ins Spiel reingekommen sind. Dann haben wir sicherlich viel zu viele Ballverluste gehabt in der ersten Halbzeit, haben viel zu viele Fehler gemacht, haben dem Gegner dadurch das 1-0 ermöglicht und die ein oder andere gute Möglichkeit. Das haben wir überstanden und dann haben wir aber auch schlussendlich wieder einen Faden gefunden, in dem wir es 1-1 gemacht haben und genau so eine Situation für uns genutzt haben, wie wir es auch besprochen haben, wie wir es im Rahmen der Analyse auch, was die Herangehensweise angeht, so geplant haben. Und dann war das Spiel wieder offen. Ja, und dann darfst du nach der Halbzeit nicht im Minutentakt diese Gegentore kriegen. Ja, ich glaube, dass die Mannschaft den Gegner schon sehr, sehr ernst genommen hat, dass er auch Bock hatte auf das Spiel heute. Ich glaube, das hat man zumindest in Phasen erste Halbzeit gesehen, zweite Halbzeit dann nicht mehr, klar. Aber dann lag es nicht an der Einstellung, dann lag es nicht an der Herangehensweise oder an dem Bewusstsein, dass Saarbrücken nicht mit Vollgas hier in das Spiel reingeht. Okay, ja, dann wagen wir noch einen Ausblick auf Pfingstmontag nach so einem Spiel. Eher schwierig, aber ja, wie legt man jetzt wieder einen Schalter um und konzentriert sich auf dieses Highlight? Ja, ich habe es ja eben schon angedeutet. Klar, Haken, schnellstmöglich Haken daran machen. Der eine verarbeitet es in 24, in 48 Stunden. Für den einen oder anderen ist direkt nach dem Spiel jetzt schon der Haken dran. Wir müssen aber für uns auch das Thema nochmal insgesamt als Mannschaft aufarbeiten. Und das machen wir nach 2 freien Tagen, weil wir jetzt schon das Spielersatztraining machen, dann am Dienstag. Ja, da wird dann auch das ein oder andere nochmal mehr Wahrheit gesprochen, als das jetzt im Zuge dieser Kürze der Zeit eben möglich war. Und ja, dann muss aber nach Dienstag auch ein Haken dran sein. Und dann gilt es, die komplette Konzentration, die komplette Spannung Richtung Pokalfinale eben so zu steigern, so hoch zu halten, dass wir dann auf den Punkt hin fit sind. Klar.